Herzlich willkommen zu Pen & Paper Ultracore, dem Universum, das man nicht verpasst haben sollte. Dann kannst du bei Saya. Ja, funktioniert alles. Hallo und herzlich willkommen. Schön. Ey, ist auch wieder, ne? Der erste Moment war, als wir jetzt Tiers geguckt hatten, das Studio sieht so geil aus. Dass ihr eingeschaltet habt zu Pen & Paper, Spitze Stifte, Ultracore, dem zweiten Abend. Schön, dass ihr drei wieder da seid. Hallo, hallo, hallo. Wir kommen gleich dazu, was sich verändert hat seit dem letzten Mal. Und ich habe schon gesehen, dass wir auch Einsendungen bekommen haben und ganz viel Feedback. Geht's euch allen gut? Ja, mir geht es sehr gut, Hauke. Ich bin froh, hier zu sein und ich freue mich auf diesen spannenden, hoffentlich abwechslungsreichen und auch humorvollen. Ja, die Beleuchtung ist halt auch on point. Ich habe ja jetzt gerade auch so Augenringe, ich sehe auch ein bisschen müde aus und so, weil, ne, ist halt auf Sofa pennen, aber alles cool. Also, aber wirklich, du gehst in dieses Studio, ist halt hammergeil beleuchtet. Da siehst du halt so viel besser aus. Ich muss mich dringend um mein Licht zu Hause kümmern. Abend. Möge er nie, Etienne. Also die Frage, ob die Treppe echt ist im Hintergrund, das ist nicht mal eine richtige Treppe. Die ist nur so ein Viertel einer Treppe. Also das ist so eine abgeschnittene Treppe, die so an die Wand gemacht ist. Die ist nicht nur nicht echt, die ist nicht mal echt tief. Das ist nur die Perspektive, die das so aussehen lässt, als wäre da eine Treppe. Mega smart. Danke. Ach, den Subsound ausmachen. Ja, mache ich. Sekunde. Aber da kann ich übers Handy auch machen. Geben Sie mir einen Moment. Ich muss das immer erstmal alles... So. Sollte aus sein. Danke für den Hinweis. Und ja, ihn. Nun. Achso, wenn ihr das hier dann irgendwann auf YouTube seht, sagt mir mal bitte in Kommentaren, also jetzt fange ich auch schon so an, aber nee, das interessiert mich wirklich, weil das, glaube ich, auf YouTube kam sehr viel Feedback, dass in den mobilen Streams erst die Subsounds so extrem laut waren. Da wäre natürlich für mich super interessant, ob es jetzt besser ist, weil ich da was umgestellt habe. Die sollten jetzt eigentlich nicht mehr so extrem laut sein. Heute Morgen bin ich aufgestanden. Okay, reicht. Ich wollte gerade sagen, ja, du. Nee, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich fand letztes Mal richtig, richtig witzig. Ich finde das viel wieder. Es wird super. Das ist Commitment. Du hast den nämlich extra nochmal alle angeschleppt, weil du konntest die ja hier lassen. Ja, das ist heimlich gemacht. Stimmt, die hast du wieder mitgebracht, ne? Wo hast du die her eigentlich? Das ist eins meiner absoluten Lieblingskleidungsstücke. Diese schwarze Jacke, die ich anhab, ey, dafür stoppe ich jetzt sogar. Die habe ich irgendwann mal, ich glaube, in Japan gekauft oder so. Die ist so flauschig und geil. So sind die original Bomhoff-Dinosaurier. Also die meisten sind tatsächlich noch von meine von vor 30 Jahren, bis auf... Ja, die meisten sind, die habe ich meinem Sohn geschenkt. Das ist ja geil. Das hat man, den hat er neu gekriegt irgendwann mal, den habe ich ihm mal irgendwann gekauft und den hat er mal irgendwie zum Geburtstag gekriegt. Der Rest ist von mir, glaube ich. Da ist auch mein absoluter Lieblingssaurier bei. Da vorne in der Mitte. Ich glaube, der heißt Parasaurolophus. Den fand ich richtig gut als Kind. Einen bis zu 1 Meter langen Horn hier, was vermutlich zur akustischen... Stimmt sogar wirklich. Das ist wirklich mein Lieblingssaurier. Immer noch. Meiner ist der. Verständigung galt. Das ist der Brotosaurus. Ja, Brotosaurus. Dass du sagst vermutlich, weil man weiß es nicht genau. Genau, das weiß ich. Hab das auch neulich habe ich noch eine Doku gesehen, wo die da wieder drüber diskutiert haben. Man weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass sie dadurch geraucht haben, so eine Bong oder so. Nee, aber was hat irgendwie... Nils mag Dinos halt echt. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, aber wir sind ja eine Altersgruppe, die meisten von euch. In meiner Jugend waren Dinos der absolute Shit. So, da gab es nichts anderes. Dinos, das war das Ding. Also jeder fand Dinos Knaller. Also jeder hatte irgendwie ein Dino-Pyjama und jeder hat über Dinos geredet und jedes Kind wusste irgendwie die Namen von Dinos und so. Dinos waren halt einfach mega cool, so zu der Zeit. Irgendwer hat gesagt, dass auch eine Theorie so Klima, also quasi Temperaturausgleich im eigenen Körper, dann einfach so zur Schau. Aber wenn ich mal kurz eine eigene Theorie, wenn ich eine Theorie selber äußern dürfte. Weil es geht immer so in Überlebensbiologie oder so evolutionäre Theorien. Ja, aber wie wäre es denn, wenn es einfach eine Style-Frage war? Wer weiß denn, ob Dinosaurier nicht damals sehr stylebewusst, modebewusst und sich einfach gesagt hat, weißt du was richtig geil aussehen würde, so ein Knochen, der so hinten noch rübergeht. So ein bisschen wie ein Man-Bun heute. Also das ist tatsächlich, diese Theorie ist ja deshalb gar nicht so absurd, weil die Vögel ja als letzte Überlebende der Dinosaurier gelten. Und bei Vögeln ist das ja genau der Fall. Guckt ihr den Pfau an, der hat einfach nur dieses Riesenrad, um rumzuposen. Warte mal kurz, mal eine Doku über Dinos gucken. Ja, gerne. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal im Doku-Channel vorschlagen, auf Discord. Ich muss gestehen, die meisten Dino-Dokus finde ich sehr mittelmäßig, weil die Animationen immer so grauenvoll sind. Das ist natürlich auch schwer, die zu bebildern, ne? Aber es gibt ein paar richtig gute.
Und um Ladies zu beeindrucken. Diese schwarzen Vögel, die ihren Tanz einüben und so. Ja, dann, ja, ja, ja. Oh, herzlich willkommen zu Almost Daily Dinosaurier. Ja, die Vögel sind durchgeknallt. Ich sofort dabei, hier ein Dinos so geil. Ja. Apropos Dinos sind geil. Ich habe seit dem letzten Mal, für alle, die das letzte Mal nicht gesehen haben, schämt euch. Schämt euch in Grund und Boden. Das ist schon mal alles. Nee, ohne Scheiß, ihr miesen Schwein. Euch, wenn ich euch erwische, ey, dann, und wenn ich aus dem Knast rauskomme, kriegt ihr nochmal aufs Maul. Ihr wartet ab, bis ihr aus dem Koma zurück seid und dann nochmal. Das tut doppelt weh. Und eigentlich. Oh, sorry. Ich wollte sagen, wir spielen ja ein Abenteuer, in dem die Welt sehr offen ist. Und ich habe euch ja gesagt, was ihr so sagt, kommt auch in die Welt. Ich habe noch nicht alles geschrieben, aber deine Saurier zum Beispiel gibt es jetzt schon. Den Quetzalcoatlus, der lebt jetzt auch in der Welt. Der lebt jetzt. Ich habe dir ja schon erzählt vorher. Die kommen, also nur die Weibchen sind so groß. Die Männchen leben so in den nördlichen Aschebergen, leben die so an den Hängen. Und einmal im Jahr, wie so Heuschrecken, ziehen die übers Land und suchen Weibchen. Und dabei fressen die halt auch alles auf. Also es ist dann wirklich wie so eine Heuschreckenplage. Du hast aber ein bisschen an dem Universum noch gearbeitet. Ja, ja, ich habe richtig viel noch an dem Arbeit. Das merkt man an dem Ich lese auch noch einen wahnsinnigen. Es ist halt wirklich, dass auch die Jungs das gar nicht. Ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, war ja, wie viel war dazwischen, nur eine Woche oder so, ne? Habe ich irgendwie nochmal 20 Seiten Lore nachgeschoben oder so. Ich lese noch eine Kurzgeschichte auch gleich vor, die ich geschrieben habe. Nee. Ich habe nur Cola getrunken. Und dich tätowiert. Ja, Cola getrunken und mich tätowiert. Machen wir uns nichts vor. Nee, aber ich habe mir nochmal Mühe gegeben, Passant. Der Rumzähler, den gibt es jetzt auch in der Welt. Warte, das kann ich ja mal vorlesen. Der Rumzähler. Deinen Rumzähler gibt es jetzt. Sekunde. Gibt es da jetzt eigentlich so ein Wiki, wie ist das auch bei. Noch nicht so richtig. Weil Bier wäre doch eigentlich geil, wenn es auch wieder so ein Ultracore-Wiki. Ja, aber ich will halt nur selber Sachen schreiben diesmal. Bei Bierz durfte ja jeder und ich gebe halt offen zu. Das ist halt wirklich so ein anhaltendes Problem, das habe ich auch immer mal wieder gesagt. Ich finde das halt mega cool, dass Leute so einen Drang haben, diese Welten mitzuerschaffen. Aber das will ich halt gar nicht. Also ich möchte auch, ehrlich gesagt, das klingt so saudumm, aber ich möchte auch eure Tipps nicht haben auf Instagram und so oder eure Ideen. Das ist super, super cool, aber wenn euch das so wichtig ist, ihr könnt euch das selber so schreiben, wie ihr wollt. So, ihr könnt in dieser Welt spielen und könnt das alles erfinden, wie ihr wollt, aber es gibt keinen, das ist offizieller Kanon und ich nehme das rein. Wenn man eine Idee zu diesem Universum beisteuern möchte, ist die einzige Möglichkeit, das zu tun, im Live-Format. Im Live-Format kann man an Abstimmungen teilnehmen, da kann man seine Ideen reinwerfen und die können dann Teil dieser Welt werden. Man kann mir nicht Ideen schicken und dann kommen die in die Welt. Wenn ihr mir so eine Idee schickt, werde ich die so eher aktiv nicht benutzen. In der Regel lese ich die auch nicht. Muss ich jetzt einfach mal ehrlich sagen. Wenn ein Post anfängt, ich merke, das geht in Richtung, ich schlage dir meine Idee für Ultracore oder irgendein Universum vor, lese ich das nicht mehr. Es gibt Universen, bei denen das anders war, zum Beispiel Beards und Tears. Da gab es extra Wikis, insbesondere Beards war super interaktiv und das war mega cool, aber nicht jedes Universum, das ich schreibe, soll so sein. Ultracore ist mein Baby und ich möchte die Sachen dafür erfinden. Wenn ich jemanden dazu hole, möchte ich die Möglichkeit haben zu sagen, ey, dieser Autor, diese Autorin, die darf mitschreiben, aber nicht jeder. So. Genau. Die Idee mit Beards war cool. In Beards fand ich die mega cool, die Idee. Ich wollte es nur für Ultracore einfach nicht. Es ist halt jedes Universum anders und in diesem Universum ist das keine Interaktionsmöglichkeit. Ich will einfach alles selber schreiben. Ich möchte das nicht aus dem Hand geben. Aber dann schreib du halt das Wiki. Ja, ja, das können wir machen. Das wird passieren, ja. So, aber pass auf. Wiki nicht Rumzähler. Unter den Wiederzählern gibt es seit Kerngeburt den Brauch des Rumzählers. Kobol ersann angesichts der neu gewonnenen Reisefreiheit in den Habe ich auch neu von geschrieben, hier unten links. Dieses junge Wiederzähler zwischen 600 und 1500 Jahren gehen auf Wissenspilgerreise, welche sich als Rumzähler bezeichnen. Davon habe ich jetzt auch wieder welche geschrieben. Wenn ihr euch für die Welt interessiert, im Format werden so Bauchbinden, quasi so Einblendungen, kommen da immer und immer wieder. Und das sind willkürliche Fakten zum Universum. Diesmal werden sehr viele zu der Region kommen, in der sie sich befinden. Die sind ja jetzt auch unterwegs in die lithikalen Ebenen. Und da kommen jetzt ganz viele Fakten zu der Kultur da, zu der Flora und Fauna da und so weiter. Benachbarten Reichen, diese Art Pilgerfahrt des Wissens. Dabei wird es jungen Vampiren zwischen 600 und 1500 Jahren geschätzten Alters erlaubt, sich von allen Pflichten loszusagen und auf Reisen zu gehen. Sie entscheiden, was der Sinn dieser Reise sein soll. Wichtig ist, dass sie für sich einen Nutzen entscheiden. Denn am Ende des Rumzählers steht ihnen das sogenannte Einzählen bevor. Hier müssen sie Kobold persönlich Bericht erstatten und ihre Erfolge darlegen. Mir geht es darum, junges Blut ausfindig zu machen. Deswegen bin ich auf meiner Pilgerfahrt. Aber was ist mit dem Ende? Was erwartet? Davon hat mir niemand etwas erzählt. Es hieß, geh raus und verbreite die Kunde. Verbreite die Wunde. Die rennen wieder vor dem Plot weg. Nee, die folgen dem Plot ja. Also die folgen ganz normal dem Plot. Die sind noch voll auf der Linie. Die Zahnwunde mit den zwei. So, was ist am Ende? Entschuldigung. Am Ende musst du zu Kobol und ihm quasi, oder ihm, ihr es. Kobol. Das habe ich auch noch nicht erzählt. Ach, Kobol, stimmt, ja, Kobol hat mehrere Geschlechter, wechselt die, wie es Kobol passt. Ja, ja. Und Kobol kann auch in einer Unterhaltung entscheiden, dass was er eben gesagt hat, keinen Sinn mehr macht. Und dann hat er.
Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass die Kobold begegnen. Also, dass sie nach Askeliath gehen und mit Kobold reden. Weil Kobold der absolute Albtraum ist. Das ist halt so ein, also Kobold ist der Herrscheralgorithmus. So. Und dieser Herrscheralgorithmus folgt keiner Logik, die für uns auch nur im geringsten nachvollziehbar ist. Kobold basiert auf Programmiersprachen, die niemand versteht, der an Kobold mitgebaut hat. Die haben halt willkürlich alles zusammengeschmissen, was es geht. Kobold ist nicht mal ein lebendes Wesen. Kobold ist ein Algorithmus. So. Und Kobold trifft alle Entscheidungen im Reich der Wiederzähler. Und Kobold entscheidet dann auch, ja, wir brauchen jetzt 300 Bewohner weniger. Und dann werden willkürlich zum Beispiel Namen rausgegeben und die müssen halt gehen. So. So entscheidet halt Kobold. Und da stellt man sich dann so, keine Ahnung, wenn man mal so, es gibt, glaube ich, eine super gute Folge irgendwie von Love, wie heißt denn das noch? Love, Sex and Robots oder so? Love, Death and Robots, so heißt es. Love, Death and Robots. Und da gibt es einen Joghurt, der die Welt regiert. Und der ist halt sauschlau und macht alles richtig. Kobold ist das Gegenteil. Kobold macht halt garantiert nicht alles richtig. Manchmal sind die Entscheidungen gut, meistens sind die aber einfach aus so einer Laune heraus entstanden. Neue Erkenntnisse, live aus dem Internet und dann kriegst du einfach... Versteht keiner so wie das echte Kobold. Genau, Kobold ist nach einer Programmiersprache benannt auch. Von einer anderen Aussage. Also Kobold überlegt sich das auch gerne mal anders, während Kobold redet. Okay. So, dann habe ich den Schwarm geschrieben. Achso, das muss, glaube ich, auch allen mittlerweile einleuchten. Askeliath ist natürlich nach ASCII benannt, nach der Programmiersprache ASCII. Für euch wichtig als Information. letztes Mal sind ja die Rattenmenschen aufgetaucht. Die heißen jetzt Rux. Stimmt, das habe ich erst zwischen dem ersten und zweiten Teil geschrieben. Dass die Rattenmenschen Rux sind und eine komplett eigene Kultur haben und so. Ich habe, glaube ich, auch im Vorspann für dieses Format habe ich eine Kurzgeschichte vorgelesen, wenn ich mich nicht täusche. Die ist nicht mit hier dabei. R-U-K-Z. Der Schwarm. Als Unterart der Jumanjin sollte der Schwarm nicht unerwähnt bleiben. So bezeichnen nämlich alle Rattenartigen sich und ihre Verwandten, die sich einer Art eigener Rasse und auch Gesellschaft zugehörig fühlen. Die Rattenmenschen, sie selbst bevorzugen die Bezeichnung Rux, werden von anderen Jumanjin seit jeher ausgegrenzt. Vermutlich war auch das ein Grund für die Entstehung des Schwarms. Rux vom Schwarm widmen sich in den Kernwelten häufig zwielichtig. Wie bist du auf Tormentosia gekommen? In der Welt ist halt Leiden und so Torment, also quasi Torment. Und also das englische Wort Torment. Und das in der Welt, das ist ja Absicht. Die ganze Welt soll ja so Klischee sein, alles soll irgendwelche Referenzen haben und so. Das ist ja so ein bisschen Absicht, dass auch so viel zusammenkommt in der Welt, dass so, dass dann halt natürlich Zwerge gibt, die mit Dampf machen und Sauriermenschen und so. Das ist ja so Absicht, dass diese Welt so unglaublich vielseitig ist und dabei manchmal auch eben platt sein darf. Wichtigen Geschäften gehen aber ebenso ehrbaren Handwerken nach. Sie sind berühmt für ihre unvergleichlichen Fähigkeiten in der Lederverarbeitung und Gerberei, aber auch dem Schmieden mit vermeintlich unreinen Metallen. Insbesondere diese Splint-Schmiederei haben sie über die Jahre... Also dieser Fun-Fact von der echte Bigfoot. Fun-Fact, Kobold-Entwickler sind aktuell schwer gefragt. Warte, ich kann das auch einblenden, dann brauche ich es nicht immer komplett vorlesen. Das sollte eigentlich gehen. Sekunde, Sekunde. Ich bin tatsächlich auf Kobold gestoßen als Begriff auch nur, weil mein Vater eine Anfrage bekommen hat für Kobold. Also mein Vater hat eine Anfrage bekommen, ob er Kobold beherrscht. Der ist gar nicht so alt. Also mein Vater ist jetzt irgendwie knapp über 60. Nicht alt genug eigentlich, um Kobold wirklich noch. Aber es gibt's halt. Und der hat halt gesagt, nee, haben wir im Studio mal behandelt, aber kann ich nicht so. Und da hat er mir davon halt erzählt, von Kobold. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt erstmal von Kobold gehört. Und als ich dann angefangen habe, die Welt für diese Wiedererzähler zu schreiben, da ist so ein bisschen auch die Idee entstanden mit. Dass ich halt dachte, wäre halt mega cool, wenn es eine Welt gibt, die so auf Microfishies und Lochkarten und allem möglichen Kram basiert und so. Und da ist das alles zusammengekommen. So. Jahre perfektioniert Splinter. Und vermögen, Waffen herzustellen, die nicht einmal ein Dampfschmied als Unrat abtun würde, auch wenn sie einst aus solchen entstanden. Selbst Schusswaffen stellen sie her und natürlich kombinieren sie die Metalle auch mit ihrem Leder, um flexible wie auch widerstandsfähige Rüstungen zu erschaffen. Der Schwarm hat angeblich jemanden, der oder die ihn anführt. Allerdings sind Stammes- oder Volksverbände innerhalb der Kernwelt durch die Hedonisten untersagt worden und so gibt es außer Gerüchten nicht viel zu berichten. Kein Gerücht sind dagegen die Tunnel unter Kernheim. Denn schon mehrfach versuchten die Reichstrutze, in diese vorzudringen, stießen aber auf viele Fallen und oder verliefen sich schlichtweg in den endlosen, verzweigten Gängen. Durch diese Tunnel schmuggeln die Rux angeblich alles, was ansonsten schwer nach Kernheim hinein oder aus der Stadt herauszubekommen wäre. Das mal so. Ein bisschen wie Skaven. Das Ding ist aber, dass zum Beispiel Rux eine Religion völlig ablehnen. So, also die Idee einer Religion, Rux verlassen sich auf sich selbst. Das Größte in der Rux-Gesellschaft sind andere Rux. Alle anderen haben sie ausgestoßen und sind nichts so. Die kennen keine Religion oder den Glauben an eine Religion. Oder auch kollektives Kämpfen. Rux fühlen sich ausgeschlossen und kämpfen nur mit sich für sich. So als kleinen Exkurs in die Dinge, die noch dazugekommen sind. Danke. Weil ihr mit denen zu tun hattet.
Dann habe ich noch mehr Arten erfunden, aber das werden wir, sage ich euch, solltet ihr denen begegnen. Da kommen wir schon noch dazu. Juristografen haben jetzt auch die Grüns, ihr habt ja letztes Mal Formidablus Grün getroffen, sind jetzt eine sehr bekannte Familie. Dieser Hamster, der Hamster, der das Archiv verwaltet hat. Ah. Sein Vater. Er wurde aufgewertet. Ja, warte, wie hieß er noch? Sein Vater war der Chronologe Gloribaldius Grün, der die Lande bereiste und alles in der Kernwelt versuchte, also quasi in Chroniken zusammenzufassen. Ganz, ganz große Denker, die Grüns. Mhm. Was? Der Kommentar wird nicht wieder ausgeblendet. Wenn der jemanden heiratet, der gelb heißt. Ist er gelb-grün? Nee, ich meine, was scheiße, ich hätte was nehmen sollen. Irgendwas Politisches. Nein, was gibt's denn, wenn man gelb und grün mischt? Ach, braun. Braun. Ja, da heißen die dann braun. Das haben andere schon. Braun, oder? Ja. Nee. Ja. Hellgrün. Hellgrün, ja. Aber so, jetzt sollte dieser Formidablus Grün, war das das Archiv, der Hamstermensch, der das Archiv betrieben hat. Wo wir die Lochroboter drauf, alles könnte man so sagen, der das Archiv der Stadt zerstört hat. Aus Freundschaft sage ich mir. Ja. Ihr habt das Archiv der Stadt zerstört. Wir haben gleich auch noch einen Rückblick einmal, bei dem wir einmal irgendwie so ein bisschen wieder ins Bild gebracht werden, was ist eigentlich passiert. Wir haben eine ganze Menge erlebt letztes Mal, waren an relativ wenigen Orten. Da auch nochmal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben euer Feedback gelesen. Wir würden sehr, sehr gerne mit diesem Universum weitermachen. Also ja. Das ist halt auch so ein Ding, dass ich das halt mag an diesen One-Shots. Dass man die Möglichkeit hat, die Dinger, die man gut findet, weiterzumachen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen frustrierend für die Leute, die... Also, ich muss natürlich sagen, bei so gut wie jedem Abenteuer hat jemand geschrien, lass das mal weitermachen. Jetzt mit Ausnahme von Space vielleicht. Aber es ist halt immer jemand, der sagt, ich würde gerne noch mehr aus diesem Universum sehen. Außer, das ist halt wirklich so ganz klar, dass das jetzt Ende ist. So, keine Ahnung, welches waren so? Pylos. Project Pylos war so ein bisschen, dass da klar war, das ist jetzt zu Ende. Naja. Und da muss man halt einfach mal schauen, das geht halt nicht bei jedem. Und ich würde halt nur die gerne weitermachen, wo viele sagen, ey, das finde ich halt auch richtig Hammer. Und Ultracore war so eins, wo ich auch selber gemerkt habe, das ist ein neuer Ansatz, der auch länger funktionieren könnte als nur über zwei Abenteuer. Ja, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Und ein Nebeneffekt dessen ist, ich werde auch dieses Mal keinerlei Druck auf euch ausüben, zeitlich. Wenn ihr nicht so weit kommt, kommt ihr nicht so weit. Dann ist völlig okay. Oh, Entschuldigung. Und auch ihr Zuschauerinnen und Zuschauer könnt euch wieder beteiligen. Und zwar Hashtag Spitzestifter auf Twitter, live im Chat. Ihr könnt natürlich auch uns auf allen anderen Medien gerne schreiben. Das Hashtag Overcore ist mittlerweile groß geworden. Dürft ihr sehr gerne auch mitbenutzen. Freut mich umso mehr. Overcore? Ultracore, Entschuldigung. Okay, ich habe irgendwann am Anfang hatte ich mal Overcore genannt und habe es dann Ultracore. Aber das Hashtag Ultracore hat auch sehr viel. Oh, hier haben wir schon Einblendung. Guck mal. Alter. Geil, das ist doch hier der Kofferklaus. Alter, definitiv Kofferklaus. Alter, ist der Kofferklaus so. Gut. Mit der Gehirnfalle, die sagt, dass er mir gnädig ist. Genau, genau. Und gewogen bleibt. Richtig gut. Sehr gut. Der kriegt auch noch einen Artikel. Der steht auch auf meiner Liste noch für To-Do-Artikel. Genauso wie die Trodon-Dynastie. Also deine Dynastie steht auch noch auf diesem Zettel. Da brauchst du aber ein bisschen Zeit. Ja, mein Reittier ist noch gar nicht auf in der Schule. Genau, deswegen habe ich auch noch nichts dazu geschrieben, weil ich erstmal dir die Freiheit lassen wollte, ein paar Dinge dazu zu erfinden. Wichtige Hinweise. Diese Welt formt sich jetzt erst. Ich will noch nicht zu viel verraten. Wir machen nachher ein kurzes Was-wäre-wenn. Da will ich auch nicht so viel erzählen. Aber im letzten Abenteuer war fast alles ausnahmslos spontan. Also auch ihr wisst ja gar nicht, wie die Abstimmungen ablaufen. Da haben wir gleich auch eine kleine Änderung, die sage ich gleich nochmal. Das heißt, es war... Der Großteil stand nicht so auf meinem Zettel, das haben wir einfach spontan auf Zuschauerzuruf gemacht. Das finde ich sehr, sehr gut, also beteiligt euch sehr viel. Schreibt uns auf Twitter, schreibt im Chat und nehmt an den Abstimmungen teil. Abstimmung. Alvin hat was Hübsches gebaut und zwar sind die diesmal zeitbegrenzt. Wir haben letztes Mal gemerkt, dass im Chat, sobald wir halt eine Abstimmung ausrufen, natürlich sehr viel geschrieben wird, die ganz normale Unterhaltung erstickt völlig. Deswegen, jetzt gibt's Zeit, das seht ihr dann auch, das wird eingeblendet. Da ist der Zähler. Sobald der abgelaufen ist, braucht ihr nichts mehr einsenden, keine Worte mehr schreiben und so. Ach, ja, stimmt. Es gibt gleichen Abstimmungen. Das war irgendwann natürlich ein Problem, dass Leute immer weiter ihre Ideen in den Chat geknallt haben, weil natürlich auch nicht ersichtlich war, wann damit mal Ende ist. Stimmungstypen. Es gibt quasi immer, erst sammeln wir eure Vorschläge. Ihr dürft im Chat posten, was sind eure Ideen. Es wird eine Bauchbinde kommen, die sagt, ey, mach dieses, jenes oder irgendwas. Gleicher Hinweis, Insider ignorieren wir leider. Wir dürfen die am Tisch machen, neue Regel, nur ihr nicht. Nee, aber weil das einfach dem Universum besser tut, wenn ihr neue Ideen haben müsst. Das hat man letztes Mal auch gemerkt, die sind sehr, sehr cool gewesen. Und ich muss mal ganz kurz so, das war eine Menge. Ich glaube, jetzt habe ich so das meiste eigentlich auch gesagt, was man wissen muss. Bevor du es vergisst, wir haben mehrere Geschenke bekommen. Ja, sobald Zeit ist, um die auszupacken, kannst du ja sagen.
Dann gebe ich dir einfach mal eins. Also Neos. Auch dann, während ihr schon mal vorbereitet, wir haben sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Es hat mich sehr gefreut, wie viele Leute irgendwie gesagt haben, wie sie Ultra Core finden, dass sie es gut finden oder was ihnen noch nicht so gefällt, was man besser machen kann. Sehr, sehr cool. Was, woher weiß man denn, was für wen ist? Das weiß ich auch nicht. Der ewige Schlaf. Grüße euch, mein Freund. Ihr mögt euch nicht erinnern, jedoch habt ihr mir vor gerade einmal 120 Jahren, mich vor gerade einmal 120 Jahren damit beauftragt, euch ein Amulett zu besorgen, welches von den Kindern der Quelle mit der Macht des Aqua versehen wurde. Mittlerweile habe ich es geschafft, ein Kind der Quelle zu finden. Es hat allerdings eine sehr große Anstrengung gebraucht, um es dazu zu überreden, sein Aqua für das Amulett zu nutzen. Doch ich glaube, es ist gelungen. Möge es euch einen großen Dienst erweisen und geht mit euren anstrengenden Aufträgen das nächste Mal zu jemand anderem. Möge die Nacht euren Weg leiten. V.P. PS, viel Spaß heute Abend. Gruß, Rotfell. Das Schöne ist, Hauke, der die ganze Zeit über... Moment, geht das mit der Lore? Ja, ich denke natürlich drüber nach sofort, was können die nicht. Das Problem ist, wenn ich nicht sofort, sobald diese Rede zu Ende ist, was vorschlage, werden die Spieler was viel zu Großes verlangen. Das war noch okay, da kann ich was draus machen. Geht das klar? Ja, das kann man noch machen. Okay, ich bin bei den anderen mal gespannt. Möchtest du euch? Die weite, was? Die weite Grüße. Ich gehe mal davon aus, weil vor 120 Jahren. Das ist meins. Entschuldige, Nils. Dieses Amulett verleiht dir unglaubliche Stärke. Sobald du es trägst, bist du unbesiegbar und bestehst jede Würfelprobe. Ungefähr das Spiel. Alle deine Werte steigen auf. Jetzt lies mal das Richtige vor. Okay. Ein Priodactylus hat mir gezwitschert, dass ihr gerade einige Probleme in der Hauptstadt habt und euch mit allerlei komischen Leuten herumschlagen müsst. Ist eures auch so komisch gedruckt? Nein, das ist komplett. Er hat so einen. In der ewigen Weite schlägt euer Herz, erinnert euch stets daran, dass eure Ahnen unsere heldenhaften. Geschuppten Freunde jederzeit bei uns sind und über uns wachen, solange ihr unser selbst gewahr seid. Tragt dieses Amulett, mein Freund. Es zeigt die Zeichen unserer Heimat, solange es ihr bei euch tragt. Schlägt euer Herz im Rhythmus unserer Trommeln und euer Schritt wird den Boden unter euch erzittern lassen. Ja, das ist doch schön. Also, es ist leider keine konkreten Fähigkeiten. Ich überlege, ich kann nur sagen, ich finde das echt, ich habe die vorher nicht gesehen. Ich bin sehr froh, dass das nicht so konkret ist. Was hätte jetzt auch sein können, ich sagen muss, nee, sorry. Ich habe noch was. Ja, das ist bei so Einsendungen halt immer schwierig, weil wir haben auch schon ganz oft Sachen bekommen, wo dann irgendjemand so versucht hat, seine Idee komplett in diese Welt zu bringen und dann so, das kann das und das und das und das und das ist halt immer schwierig. Wenn Sachen so 40 Sachen bedeuten, die ich ändern muss an der Lore, nur damit dieses Amulett am Tisch sein darf. Aber die waren cool, also auch super abstrakt, mega cool. Für Lagoon, edler Herr Lagoon. Hiermit sende ich Ihnen die Abzeichen der Leibgarde der Königin von Ambros nach. Ihr habt es allem Anschein nach bei eurer Abreise aus unserem glorreichen und wunderschönen Ambros vergessen. Ich vergesse es immer. Möget ihr es stets bei euch tragen. Wirklich das Wappen von Ambros auch drauf. So, dass es euch an eure Pflichten gegenüber unseres Reiches und unserer Königin erinnert. Mit vorzüglicher Hochachtung. Euer ehemaliger Ausbilder Galadius von Heroik. PS, viel Spaß heute Abend. Gruß Rotfell. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Das war auch in diesen schönen Beuteln und so. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So. Habt ihr nicht aber eure Sachen vertauscht? Nee, jetzt haben wir es richtig. Er hat es jetzt ihm vorgelesen. Er hat jetzt das Richtige, er hat seins. Ja. Er hat das mit. Gibt es Einsendung für die nächste Folge? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also das erfahre ich meistens an dem Tag oder kurz davor, schickt mir jemand ein Bild oder so. Die kommen ja dann oft auch relativ spontan zur Sendung. Es war jetzt anderthalb Jahre kein Pen and Paper, ne? Also ja, es war ein zwischendurch, wir hatten halt das Online-Ding, aber in der Runde hier war halt anderthalb Jahre jetzt einfach kein Pen and Paper. Mit dem Aqua aufgeladene Steinchen, du hast das, ja. Was ist es das eigentlich? Diadem, möchte ich sagen, so wie du es trägst, das Diadem der Leibgarde. Und du hast den Stein, der dich an die Heimat erinnert. Ich überlege mir davon Heimat, noch was. Stein. Die bauen wir schon ein. Sehr, sehr schön, sehr schön auch gebastelt. Ne? Ja, deins ist auch wirklich sehr schön. Ja. Boah, toll. Vielen, vielen Dank, sehr schöne Einsendung. So, wir haben noch was bekommen. Ja. Und das habe ich auch noch nicht gesichtet. Wir müssen abwarten. Ich hol's mal vor. Ist das ein Stab? Man sieht's rechts, ein Stab. Der ist auch okay so. Ist halt simpel gebaut. Dreh mal um. Ein bisschen klobig. Mit Adresse drauf, falls ich ihn verliere. Also, okay. Kann man so machen. Ne? Bau mal, pack mal. Auch geil, dass einfach die Adresse fast ins Bild gehalten wurde. Wie auspacken. Die landet bestimmt. Ist da nichts drin? Doch. Weiß ich nicht. Garantiert. Das war der Gag, dass ich denke, na gut. Ach, das sehe ich schon. Ist nicht für jeden, also, ne? Mich hattest du gerade. Ich dachte, naja, also hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, ehrlich gesagt. Als es hier stand, dachten alle, das wäre halt ein Dummy. Acting. Okay. Wow. Ich mache es auf. Ich kann es nicht sehen, aber Vorsicht, ich weiß nicht. Die Adresse. Oh, ich habe immer Angst, wenn Simon was aufmacht.
der ist immer so friemelig on air. Das ist ja auch Teil einfach deines Unterhaltungswertes. Und ich habe immer so Angst, dass er das sofort kaputt macht. Kannst du ins Bild halten? Zu spät. Das ist, glaube ich, nur die Rocket Beans Adresse. Ach so. Nee, ich dachte, da wäre die Adresse des. Echt, dann weiß ich, ich habe nicht drauf geachtet. Natürlich zu sicher verpackt. Das Brief. Ist sehr. Okay, ich glaube, ich muss das, während ihr weiter redet, packe ich das mal hier aus. Da war ein Brief, was du gerade weggerissen hast. Ja, du kannst ihn vorlesen, während ich auspacke. Ja, genau. Moment, hier. Danke. So, ich gehe mal hier ein bisschen, wo ich Raum habe. Ne? Also, liebe Bohnen. Mein Freund und ich haben am letzten Freitag euer Pen & Paper Ultra Core gesehen und waren total begeistert. So begeistert, dass es mein Freund gepackt hat und er euch unbedingt etwas basteln wollte. Nach 2 Tagen ist dann das dabei herausgekommen. Jetzt haben wir über diesen überdimensionalen Zahlenstab und können selbst ja gar nichts damit anfangen. Deshalb bekommt ihr nun dieses recht sperrige Paket. Alter, ist der geil. Wir finden euer Programm super vergessen. Und wünschen euch, dass ihr auch die nächsten Jahre das ausprobieren und umsetzen könnt, was euch Freude macht. Denn Alter, wenn ihr mit Spaß so dabei aus. Seid, kommt das Knochen bei uns und so. An. MFG, Robert und Annika. Hey, das soll mal einer sagen, das ist nicht Nick, Alter, Alter, die Anonyme. Wow, ey. Das Alter. Das ist halt original. Hammergeil. Also, hat ihr so handgeschnitzt oder ich weiß ja nicht, was das ist. Das ist ja, oh, das. Das ist immer so krass. Das sind auch so Momente, man vergisst das manchmal, wie schön das einfach ist, dass man was erschafft. So. Also ich meine, das ist ja irgendwie der Traum jedes, ich nenne mich ja immer so ungern Autor, aber jedes Menschen, ja, jedes Autoren, jede Autorin, jedes Menschen, der irgendwie fiktionale Werke erschafft, dass ein Werk jemanden so mitreißt, dass er selber kreativ wird, um irgendwas zu erschaffen aus dieser Welt. Und das ist natürlich mega, mega belohnend einfach. So, also ich denke dann ganz oft, wenn wir dann irgendwie abends abbauen, stehe ich da auch noch und gucke mir die Sachen nochmal in Ruhe an und so und denke halt, krass, ey, da, was für ein Glück ich auch einfach habe, dass ich über die Jahre in so einen Job gekommen bin, in dem sowas halt möglich ist, dass ich so vielen Leuten meine Welten zeigen kann und dann Leute dabei sind, die das so begeistert. Das ist halt mega cool. Das ist ja richtig hochwertig. Ja, der Narius ist ein Freund. Dich werde ich bei der großen Reinigung verschonen. Ja, ich mag's. Ja, ich mag's auch. Voll geil. Super, ey. Ich will auch sowas, aber ich hab nichts. Ein Zweihandschwert hast du halt. Ein Zweihandschwert, aber es ist nicht. Kommt nächstes Mal. Ich brauch irgendwas. Spielmeister, gib mir irgendein geiles. Ja, ich gib mir auch was. Captain geil. America's Schild. Also, Bob Rost im Chat sagt, er hat den gebaut. Ich weiß es oder sie. Ich weiß es natürlich jetzt nicht, ob das stimmt, deswegen sage ich trotzdem jetzt einfach mal Danke. Das Problem ist, dass im Chat auch immer alle einen Onkel haben, der den gebaut hat. Also man weiß nie genau. Ich glaube jetzt einfach mal, dass du es gemacht hast. Mega, mega cool. Also Riesendank, das Ding ist echt super schön. Also genau wie die Amulette, super beeindruckend. Bild oder so. Auch in der kurzen Zeit. Finde ich irgendwo. Das Captain America. Mhm. Vielen Dank für die Einsendung. Vielen Dank auch an euch beiden. Nee. Sehr, sehr, sehr cool. Ist noch was anderes gekommen, das kann ich aber noch nicht zeigen, weil das entweder in diesem oder nächsten Abenteuer drankommen könnte. Das hat zum Glück erst mich erreicht, bevor es an eure Hälse gewandert zum ist. Zum Glück. Ja, weil das ist für mich immer schwierig, wenn jemand sagt, hier, dieser Markt. Also du hattest mir auch auf Instagram geschrieben, oder was? Mir hatten nämlich auf Instagram ein paar Leute Bilder geschickt und hatten gefragt, kann ich das vorbeibringen? Und auf dem einen Bild sah das aus wie eine Waffe. Und ich meinte so, wenn das eine Waffe ist, würde ich vielleicht vorher einmal bei Rocket Beans mich anmelden und das klären. Wenn du da einfach mit einer Axt oder einem Zweihänder auf dem Hof stehst, könnte das natürlich passieren, dass die Bullen rufen. So. Also grundsätzlich, wenn ihr zu Rocket Beans gehen wollt, ist das, soweit ich weiß, jetzt immer so, dass man vorher zumindest sich einmal melden soll. Da kann man eine Mail schreiben oder ich glaube, mittlerweile kannst du sogar anrufen und so und einmal sagen, ey, ich habe hier was, kann ich damit einmal rumkommen und das abgeben? Ist da jemand da? So. Magische Alleslöser. Und ich muss dann der miese Peter sein. Aber das war sehr gut. Das war sehr gut gemacht. Das alles war sehr vage. Alleslöser klingt wie ein Item, was sich Nils der Alleslöser. ja. Der Zehner würfelt immer nur Zehnen drauf. Grundsätzlich sind wir jetzt weit genug, um ein Recap zu machen. Denn wir sind ja alle wahrscheinlich nicht mehr 100% im Bilde, was so alles passiert ist. 7 Tage her, was erwartest du? Ja, genau. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, es gibt in dieser Welt mehrere Plots, die könnt ihr entdecken oder eben nicht, ihr erfahrt immer mehr über die Plots. Ihr habt welche entdeckt, ihr seid nicht völlig ab des Weges, im Gegenteil. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn die Sachen kommen, nur ich bin halt auch nur externer Mitarbeiter. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, klaro, komm einfach rum und gib das ab, so, das. Soweit ich weiß, muss das einmal abgesprochen werden mit RBTV. Das kann man auch nachvollziehen, dass die eben nicht einfach jedem die Tür aufmachen können für alles. So, glaube ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, ich bin nur einfach vorsichtig und sag lieber, ey, meldet euch lieber vorher einmal bei denen und sagt Bescheid, ey, wir kommen vorbei. So. Ihr seid ganz normal, folgt ihr was? Ja, genau. Ja, ist auch so. Ihr habt eine Story und das wollte ich nur nochmal betonen, ihr seid was auf der Spur. Und es ist auch immer noch so, dass ihr verschiedene Plots entdecken könnt. Und es gehen natürlich auch immer Kombinationen aus allem. Wir schauen aber einfach mal in den Rückblick rein. Jetzt.
Das ist die Welt von Tormentosia. Es gibt 7 Reiche. Ich spiele Venenarius Aviditatis. Tantra Lagoon von den Hedonisten. Ich bin Triastrodon. Ich komme aus der Lithikalebene. Ich will nur was essen. Beruhigen Sie sich. Willst du mal probieren, Alter? Dürfte ich eventuell an Ihrem Hals nuckeln? Wir werden uns gut verstehen. Protokolleintrag B47. Sie bekommt einen Steckbrief überreicht. Gesucht, tot oder lebendig. Du kannst die Lochkarte, die in dem Ding ist, rausnehmen und daraus Informationen kriegen. Dieser Mann wird also nicht wirklich offiziell gesucht, sondern von einer dritten Partei. Ihr kommt raus und vor der Tür ist sofort Tumult. Hey! Die drehen sich um. Ach du Scheiße, die Reichstrutze! Und fangen alle an, sofort nach ihrer Waffe zu greifen. Oh, Krieg! Aber ich muss ja noch meine Nachricht überbringen. An wen? Geben Sie doch einfach uns. Ja, also wenn du willst, Leute, wollen wir dem helfen? Ihr kommt an dieser Stelle an, es sind halt, wie gesagt, stehen drumherum Häuser. Links geht so eine Art Treppe nach unten und man sieht, dass da Licht rauskommt. Da. Plötzlich kommen Fledermäuse wieder um die Ecke und kommen aus diesem Gewölbe. Entweder Tufi, dass du das wahrscheinlich verpasst. Wenn du Ideen für UltraCore hast, darfst du mir die nicht schicken. Du kannst die sehr gerne niederschreiben und für dich alleine was damit machen. Du kannst die super gerne im RBTV-Forum mit anderen diskutieren oder einfach irgendwie dann auch in der Sendung versuchen einzubringen. Ich werde die nicht annehmen, diese Ideen, und ich werde die nicht in die Welt einbauen direkt. Das ist einfach nicht die Idee dieser Welt. Das tut mir total leid, aber das ist bei dieser Welt leider einfach nicht so. Raus, bah! Mit so einem Besen nach denen schlägt und so auf die Tür zukommt. Das Kernarchiv? Ja. Der heilige Aufbewahrungsort Allwissens? Nein, bitte nicht melden. Ich würde ihn sofort, ich hole ihn jetzt schnell und mach ihn heile. Pronto. Okay. Er greift an seinen Gürtel und macht sofort das Schloss auf. Du kommst runter, dann geht's rechts um die Ecke und es ist ein ziemlich langer Gang. Alles voller Bücher, Schriftstücke. Das ist quasi eine handgeschriebene Version davon. Mhm. Also daraus wurde scheinbar die Kopie erstellt. Steht eine Adresse drauf. Goldsteller Gasse 4. Mhm. Dann stehen da so ein paar Justographen rum, so völlig leblos und bewegen sich nicht. Und daneben liegen Lochkarten. Oh. Sie gehen da rein und fangen an, alles zu zerreißen. Nein! Mein Archiv! Alarm! Alarm! Wir haben eine Adresse, eine neue Spur. Vielleicht sollten wir diese verfolgen. Okay. Sie wollen sicher zu Ihrem Kollegen. Meinem Kollegen? Ja, ja. Und in der Ecke liegen drei Männer in Reichstrutzuniform. Ich hätte da einen Freund, der ist ein wenig schüchtern. Und auf einmal treten so drei Rattenmenschen aus der Tür. Was ist hier los? Der eine klappt sofort ein Messer aus. Was hast du gesagt? Wendest dich an sein Messer vorbei, stürzt dich an seinen Hals und fängst an, darauf zu saugen. Hey, Jungs, ich brauch kurz eure Hilfe. Claro! Die schnappen sich ihre Schwerter und stürmen da raus. Und der gerade versucht, so seinen Dolch da rauszuziehen, kann gar nicht dagegen angucken, wie die wirklich so ihn komplett zerhacken. Diese Tür, aus der die gekommen sind, steht immer noch offen, also in diesem Hinterzimmer. Und das sieht aus, als hätte jemand diese Tür in dieses Gebäude rein improvisiert. Ich bin das Orakel der Zeiten. Wie funktioniert das denn mit den Weissagungen? Stellt die richtigen Fragen. Warum schlüpfen die Gothkins durch den Schutzschild? Das ist so eine gute Frage. Der Schutzschild ist krank. Eine letzte Frage, dann muss ich schlafen. Das große Ziel ist, warum ist der Schild löchrig? Der Schild ist krank. Wir dürfen noch eine Frage stellen. Wie können wir den Schild heilen? Wie können wir den Schild heilen? Das ist eine sehr gute Frage. Müssen wir reden oder wo müssen wir hingehen? Fabian. Ja. Was ist Ihr Lieblingsfarbe? Ah, stopp! Das war sehr gut. Das ist echt so gut, einfach reinrufen. Was ist Ihr Lieblingsfarbe? Justian drehte sich um. Noch immer hörte er seine Kameraden, doch nicht mal mehr das Licht ihrer Fackeln vermochte er in der Dunkelheit der Tunnel auszumachen. Er rief noch einmal nach ihnen und sie antworteten. Doch aus welcher Richtung? Woher kamen ihre Stimmen? Er entschloss sich, den Gang links von sich zu nehmen. Weniger Unrat lag hier auf dem durchweichten Boden und auch das Gewehr an Wurzeln, welches durch die Tunnelwände rankte, war hier weniger dicht. Man hörte kaum etwas vom Treiben in der großen Stadt über einem. Für einen Moment war Justian beinahe beeindruckt von der Arbeit der Rooks. Solche Tunnel unter der ganzen Stadt anzulegen, war keine leichte Aufgabe. So viel sei mal sicher, dachte er bei sich. Ölstand gering, Betankung erbeten, mahnte der Juristograf hinter ihm, ihn blechern. Wehe, du lässt das Licht ausgehen, du Mistding! Hätte ich mich doch bloß nicht darauf eingelassen, diesen Schrott mit hier runterzuschleppen.
Unbeeindruckt von der Anfuhr setzt der Juristograf halbwegs zielsicher einen Metallfuß vor den anderen. Seine Auspüffe schnaubten und die Laterne, welche gleichzeitig Kopf und Gesicht war, wankte sanft durch die Gänge. Justian hatte mehr mit dem Untergang zu kämpfen, mit dem Untergrund zu kämpfen. Wir räumen die Tunnel jetzt auf. Kann doch nicht sein, dass diese abstoßenden Rattenmenschen unter unseren ehrbaren Nasen Waffen und was weiß ich was für Abscheulichkeiten in unsere Stadt bringen. Für Kern und Königin! So hatte sein Hauptmann ihn und die anderen Reichstrutze noch am Morgen eingeschworen. Jetzt, circa 8 Stunden später, waren alle schönen Sprüche dahin. Der Hauptmann war nämlich als erster in die Erdgänge hinab und so in die erste Falle hineingegangen. Eine simple Fallgrube und schon lag der einst so stolze Mann leblos da, durchbohrt von Holzflöcken mit metallenen Spitzen. Ein Geräusch riss Justian aus seinen Gedanken. Der Gang schien keine Abzweigung zu haben und so hätte er sehen müssen, wenn sich jemand ihm nähern würde. Doch da war nichts. Nur ein eigenartiges Kleckern und Prusten. Ein Geräusch, das ihn an das Zischen eines Feuers erinnerte. Und es kam näher. Er griff nach seinem Zweihänder und tat einen Schritt weg von der Maschine, die ihn begleitete, um Raum für einen Kampf zu haben. Was war das für ein Gefühl, das sich plötzlich in ihm ausbreitete? Er kannte es nicht. Sowas hatte er während seiner Ausbildung in Ambros nicht gespürt. Als ob etwas an seinem Herzen reißt und seine Gedanken frisst. Immer schneller und heftiger. Er mochte kaum mehr einen klaren Gedanken zu fassen und schwang seine Waffe. Sie traf etwas. Es klirrte. Dann Dunkelheit. Der Juristograf, entwich es Justian schockiert. Noch näher kam derweil der eigenartige Klang und wurde lauter und bedrohlicher. Es mischte sich etwas darunter. Ein metallisches Klirren und Schaben. Rüstungsstiefel? Ein Schlüssel? Dachte Justian. Nein, das sind Messer. Als die Reichstrutze den Juristografen völlig geplündert in einer Lache aus Blut und Urin fanden, konnten sie nur die Protokollkarten bergen. Sie wurden gesichtet und anschließend umgehend an das Archiv zur Verwahrung übermittelt. Noch am selben Tag goss man Blei in den Zugang zu den Tunneln und widmete sich lieber anderen Aufgaben. Ende. Eine kleine Einstimmung. Das ist auch wichtig. Ich dachte, das ist eine ganz schöne Art und Weise, so ein bisschen einzuführen, wie gefährlich eigentlich die Rucks sind und eben auch klarzumachen, dass dass die Mitglieder des Reichstrutz eben alle aus Ambros sind. Die kennen nur goldene Zeiten. Das sind, so gut sie geschult sind, so wenig sind sie vorbereitet auf das, was manchmal eben da draußen in der Welt auf sie wartet. Um euch ein bisschen Kontext zu den Tunneln zu geben, in die ihr euch gewagt habt, weil ich dachte, das ist Wissen, das ihr haben solltet, wenn ihr quasi, ihr seid in die Tunnel der Rucks gelaufen, aus diesem Freudenhaus, in dem ihr euch befindet. Wir fangen gleich mit dem Abenteuer an, wir steigern dieses... Wer ist da nochmal genau gestorben? Das war einfach eine andere Geschichte. Das war einfach irgendeine Kurzgeschichte aus dieser Welt, um so ein bisschen Kontext für diese Welt zu geben. Mal nicht. Das machen wir erst nächstes Mal, weil ich gedacht habe, ja, wir warten mal 2 Abenteuer. Beim nächsten Mal würde ich das immer so machen, dass wir nach jedem Abend, also bei jeder Runde vorher nochmal steigern. Ihr kriegt Werte, dürft euch nochmal Punkte geben und so. Nur wollte ich nicht am ersten Abend schon machen. Ihr habt eben das Recap ja auch gesehen. Ihr befindet euch weiter im Freudenhaus, seid quasi in den Keller gegangen und habt das Orakel gefunden. Ihr wart schon, ihr habt Informationen zu Kublasch bekommen. Der ist auch noch hier, der Zettel, dass er gesucht wurde. Ihr habt erfahren, dass die Rohrpost, die quasi kam, dass die irgendwie aus der Adresse kam von diesem Freudenhaus, also dass da die Informationen herkamen, dass diese Zettel quasi gemacht werden sollen. Und mehr habt ihr jetzt noch nicht so richtig erfahren im Freudenhaus. Ihr seid, wie gesagt, beim Orakel. Von dem habt ihr erfahren, dass der Schild in irgendeiner Weise instabil ist. Dann habt ihr gefragt, wo Julia von Ambros ist, habt erfahren, dass sie nicht in der Stadt ist, obwohl du sie ja in die Stadt eskortiert hattest. Und du hast dich auch erinnert, dass du sie nicht gesehen hast persönlich, sondern immer nur so ein bisschen. Das hat uns doch so jemand gesagt, dass das ein anderer... Adrianne von Ambros war das. Ja, genau. Ihre Schwester, oder? Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ihre Schwester. Irgendjemand anderes. Das hat auch das Orakel euch gesagt. Ja, genau. Das ist die Fake-Königin. Das ist die Schwester der Königin. Ja, aber ist die da als die Königin oder ist die da? Er ist als Eskorte der Königin geschickt worden. Ja. Also ihr müsst davon ausgehen, dass alle davon aus, dass alle gehen davon aus, dass die Königin von Ambros, Julia von Ambros, in der Stadt ist. Und als sie gefragt hat, wo sie ist, wurde gesagt, sie ist in Ambros. So. Bin ich die Königin in Wirklichkeit? Körperklaus, du kannst die Königin. Sehr gut. Wer weiß? Wer weiß. Ja, Körperklaus, die Königin. Dann die letzte Frage war, was die Lieblingsfarbe von Fabian, das wissen wir noch nicht. Dem Faultier-Orakel ist. Das ist eigentlich das große Mysterium. So, dann gib mir eine Sekunde, ich muss noch einmal. So. Wenn es, ja, welche Farbe hat der Grün? Aber wenn es grün ist, was hat der Hamster damit zu tun?
Welcher Hamster? Keine Ahnung. Grün. Ach, formidablos, grün. Einkaufen? So. Wenn ihr soweit wärt, würde ich sagen, wir können von mir aus ins Abenteuer starten. Wir können weitermachen. Es gilt das gleiche wie letztes Mal. Wenn ihr was erfindet, dann kann es sein. Die Farbe wurde gesagt, ja. Das hat man eben in dem Rückblick auch gesehen. Und wenn Sie sich nicht dran erinnern, jetzt ist auch der Punkt, manchmal helfe ich Ihnen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen hier jetzt noch helfe. Aber mittlerweile sind auch einfach als Spieler so gut, dass ich dann auch mal hart sein muss und sagen, muss auch mal sagen dürfen, nee, jetzt helfe ich euch nicht. So. Wenn ihr es nicht mehr wisst, wisst ihr das nicht. Sein, dass ich sage, ja, ist drin, dann sage ich nichts, ist alles gut. Genau, cool. Die erinnern sich hier. Drüber, nur jetzt gerade im Chat war ansonsten alles so wie letztes Mal, es gibt nichts anzumerken. Nochmal der Hinweis, weil euch das oft passiert ist. Ich habe bei den Jumanjen auch nochmal ergänzt, die finden das nicht gut, wenn man sie auf ihre Art beschränkt. Ja, aber ich kann ja nichts dafür, dass in meinem Teil der Welt, was der älteste Teil der Welt ist, mit. Hier fehlt das Wort Weg. Was stellt sich der Gruppe am Schwarzmarkt in den Weg? Der ältesten Kultur. Ist auch legitim. Dass bevor diese Jumanjen überhaupt das Licht der Welt erblickten, war das für uns lustig. Es hatten nur auch im Forum und Co. Leute gefragt, warum die alle so aggressiv sind. Die werden einfach nicht gerne, wenn die einen Elchkopf haben, finden die das nicht lustig, wenn man sagt, hey, Elchnase. So. Jede Art hat einen Namen, jede Rasse hat einen Namen und die sind stolz. Das sind Microaggressions. Ist man quasi dem Tod geweiht. Mhm. Die Frage ist, wenn sie zu dumm sind, um die Wortspiele zu verstehen, dann fühlen sie sich ja nicht angegriffen. Also totgeweiht, würde ich sagen, das geht noch drüber. Oder? Das, ja. Genau, wenn das der, noch, da würde ich ihn auch auf Humor erleichtert würfeln lassen, weil es ein guter Gag war. Kann schon sein, dass der an denen vorbeigeht oder die den echt witzig finden. Mhm. Okay. Also auch das, der eine Pre-Show morgen. Nee, ich wurde gefragt, ich habe gesagt, Pre-Show brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden. Ja, wobei, ja, warte mal, ich könnte natürlich jetzt auch mal eben fragen, ob wir vielleicht doch eine Pre-Show machen. Ist vielleicht ganz nett, um wieder in die Welt zu finden. Aber wie lang wäre denn Pre-Show? Ich frage mal eben. Ob wir auch eine kürzere Pre-Show machen können. Also eine lange Pre-Show. Ich frage mal eben. Ich habe das dann so ganz schnell einfach mal frech geantwortet. Macht keinen Sinn, Andreas. Wie lang wäre denn Pre-Show? Vielleicht macht das doch Sinn? Fragezeichen. Weil es halt auch nicht sein muss. So, ne? Bis jetzt haben wir es im Format auch immer gut untergekriegt. Das Ding ist, Pre-Show, ich würde halt kein Leveln machen. So, ne? Und dann sitzt halt nur ich da und muss irgendwas erzählen. Und das ist halt, vielleicht überlege ich mir gemeinsam mit Andreas. Gucken wir mal. Eine Genetiker hast du auch mal einen Gag platziert. Der hat richtig gesessen. Den fand er richtig witzig. Das kann Situationen. Ich kann ja nicht erst, ich bin ja halt ein Charakter. Ich wünsche, ich könnte das anders machen. Aber du hast ja selber gesagt, die sind so sozial und so weiter. Und ich kann ja jetzt nicht aus dem Charakter aus. Genau, das wünschen wir auch. Zum nächsten Mal werden wir auch das System mit euren Begleitern noch so ein bisschen überarbeiten, weil das immer noch schwierig ist. Auch die Lösung, die ich da hatte, war nicht ideal. Da fällt uns aber noch was Besseres ein. Wir spielen es diesmal so wie letztes Mal, einfach weil es einfach ist. Ich mache mir mal konkret Gedanken und setze mich hin, überlege mir ein komplett neues Modul dafür. Würde das eben gerne auch mit dem How to be Hero Team machen. Auch nochmal Werbung an der Stelle. Das Regelwerk, das wir hier spielen, ist How to be a Hero. Komplett gratis für umsonst im Internet drin. howtobehero.de könnt ihr das Regelwerk euch einfach so schnappen. howtobehero.de? Ja, das ist dann Hauke die zweite Phase. howtobehero.de. Die zweite Phase ist leider geschehen. Ich habe das Regelwerk leider denen übertragen. Das ist komplett alles für alle frei. Ja, vielen Dank, toller Verein. Sehr, sehr schön, dass es das gibt. So, jetzt können wir anfangen. Ihr befindet euch. Ihr wart eben im Freudenhaus. Habt die Zeit gut verbracht, manche von euch. No, ja. Du bist immer noch so leicht benebelt, aber ist schon okay. Die Truppen, die du quasi geholt hast, um in diesem Kampf zu helfen, die das auch ordentlich gemeistert haben, haben sich wieder zum Schlafen gelegt. Ihr erinnert euch aber auch, dass von den Rucks auch welche weggelaufen sind. Also ihr wisst natürlich auch nicht, kommen die vielleicht zurück, was passiert mit denen. Und seid dann aber eine Treppe runtergegangen und durch so modrige Gänge ist dann eine Abzweigung gewesen und da habt ihr ein gewaltiges Faultier getroffen. Uralt, da, ne, wir haben noch ein Bild da, glaube ich, ne, vom Faultier-Orakel. Hat auch noch mal jemand gemalt. Gewaltige Kreatur, die in der Höhle ist, aus der es überhaupt keinen Ausgang für diese Kreatur zu geben scheint. Und da ist es noch mal, das Faultier-Orakel. Fabian, das Faultier-Orakel. Ihr habt alle Fragen gestellt und Fabian ist leider eingeschlafen. Was möchtet ihr tun? Ihr steht also in diesem Raum, so ein leichter Lichtschimmer von so einer Wasserquelle ist neben euch. Kurz, also, stimmen die Größenverhältnisse? So ungefähr, ein bisschen kleiner als Fabian bei uns schon. Soll ich ja erklären, wenn ich pieksen? Ich vergesse das ja nochmal aufwacht. Ich würde, wie war denn nochmal die Lieblingsfarbe? Also ich habe ja immer noch keine Information bekommen und eine Frage, ich meine, es war, ich gebe zu, es war vielleicht, es war nicht die schlauste Frage, aber die Antwort haben wir dennoch verdient. Reisestecker. Bist du, weißt du, ich denke, ein guter Gag ist es wert, dass man das Leben des kompletten Planeten dafür opfert. Sehe ich genauso. Welcher Gag?
Da kommt sicher gleich einer. Ja, wir müssen es irgendwie aufwachen. Wir haben doch keine Zeit. Der Schild ist löchrig, meine Herren. Unsere Aufgabe muss es sein, diesen Schild wieder in Ordnung zu bringen. Für unser aller Wohl. Ich kitzel dem Faultier unter den Achseln. Du kommst nicht an die Achseln dran. Du müsstest jetzt schon die Arme hochklettern, um an die Achseln erst zu kommen. Erst kraxeln, dann das Fell ist ziemlich lang. Ja. Würfel auf Klettern, wenn du da hab ich ja nicht, willst. Aber dann ich hab Klettern. Du hast Klettern? Mhm. Ja, weißt, kannst du denn kitzeln? Hast du Kitzeln? Hab ich Kitzeln? Kitzeln schaffst du so. Wenn du da hochgeklettert bist, kriegst du schon hin, Faultier. Also ich hab Klettern 30. Dann würfel mal. Ist erleichtert. Ja, die Haare ja, um 20 erleichtert. Ja. So, einen können wir es einmal erklären, für alle, die zum ersten Mal zu gucken. Die Spieler haben alle vor sich einen Charakterbogen, auf dem stehen Werte. Klettern ist jetzt ein Wert von 50 durch meine Erleichterung. Wir würfeln mit W100 Würfeln, das sind zwei Würfel, die haben quasi eine 1er-Stelle und eine 10er-Stelle. Wenn er unter 50 kommt oder genau auf 50, hat er es geschafft. Kommt er da drüber, hat er es nicht geschafft. Eine 37, damit hast du es geschafft. Okay, du greifst so in die Faultier. Es sind schon fast Borsten, sehr, sehr hartes Fell, auch sehr dick, ist ja ein Riesentier. Und fängst an, da so hoch zu klettern. Was soll ich machen? Warum kitzeln! Was? Kitzeln! Du kommst an der Achselhöhle an, da sitzen auch so ganz komische, dicke Motten drin. Ganz, also wirklich so die Größe von so zwei Händen zusammen. Ja, ja, Spiegel. Bring sie eine der Motten. Und krabbeln da halt ja, so drin das rum. Ist eine Leckerei. Ah, das ist einfach die Hand rein, los. Augen zu, Hand rein, kitzeln. Nun machen Sie schon! Ekelhaft! Für das Reich und die Königin! Ja, du steckst die Hand so rein und es knackt auch so ein bisschen. Du drückst halt echt so ein paar Mottenflügel. Und du hast so, weißt du, wenn du so Schmetterlingsflügel anfasst, so ekligen Staub auch auf der Hand. Fängst an zu kitzeln. Gille, Gille! Gille, 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 Gille! Ihr kleinen Racker! Die große Hand mit den Krallen kommt in deine Richtung, die andere Hand. Ja, ich kletter so schnell so ein paar Schiffe nochmal klettern. Um irgendwas. Der hat 20 erleichtert. Ist weiterhin durch die Haare und so. Geschafft, 45. Ja. Okay, du schaffst es runter zu klettern. Die Hand kommt so und zerdrückt so diese. Und die ganzen Mottenkrümel fallen dir auf. Du musst niesen. In die Arme. Was zum. Er guckt dich so an und dann nimmt Fabian nimmt dich so an der Rüstung ganz vorsichtig und hält dich so vor sich. Mhm. Was machst du denn da? Ich muss sagen, es ist vielleicht ein kleines Missgeschick passiert. Wir hatten ja eine Frage noch und möglicherweise habe ich die Situation falsch eingeschätzt. Ich weiß. Es war doch nur ein kleiner Scherz. Ich dachte, um ein bisschen die Anspannung aufzulockern. Das ist natürlich nicht die letzte. Dürfte ich vielleicht zum Wohle meiner Freunde noch eine Frage stellen? Eine allerletzte. Schnell. Was soll ich ihn fragen? Was soll ich ihn fragen? Was soll ich ihn fragen? Wie können wir das Schutzschild heilen? Wie können wir das Schutzschild heilen? Wie können wir das Schutzschild heilen? Nach Ambros gehen. Ambros! Ja, das was machen ich. Wir denn Ambros? Den Ursprung. Ach, so geil, die Fanarts, ne? Den Ursprung? könntest du mal nochmal hochklettern und. Auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Entschuldigung, was hat er gesagt? Reed, mach mal 30 Sekunden zurück. Eingeschlafen. Was war das Letzte, was er gesagt hat? Wir müssen nach Ambros gehen. Ambros? Und? Dort befindet sich der Ursprung. Zum Ursprung sollen wir gehen. Aber er hat doch noch was. Irgendwas hat er noch gesäuselt. Ihr wart näher dran. Okay. Da ist, glaub, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt noch sage. Das ist so eine Situation, in der ich, glaube ich, jetzt einfach dachte, na, wenn ihr nicht zuhört, hört ihr nicht zu. Ihr seid halt jetzt auch gut genug, um bestraft zu werden. Ich habe immer noch ein Stück Motte im Mund. Ja, würfel mal auf deinen Allgemeinwert handeln. Da hast du, glaube ich, 20, ne? Würfel mal auf handeln? Den Allgemeinwert. Ja. Genau, würfel mal auf Allgemeinwert handeln. Weil du bist näher dran. Es könnte schon sein, dass du es gehört hast. Ah, nee, hast nicht geschafft. Schade. Ja. Kritischer Misserfolg. Du hast ein bisschen Spuck ins Ohr bekommen auch. Aber ist es nicht interessant, dass. Also hat er mich wieder abgesetzt? Ja, als er einschläft, fällt die Hand so runter und liegt dann da auch so und du wirst wieder auf den Boden gesetzt. Hast leider beruhigen so ein paar kleine Beulen hinten in die Rüstung bekommen. Oh, Moment, bekommen, das ist so ein paar Kratzer, ist nicht schön, aber nicht schlimm. Es schränkt die Rüstung. Lassen Sie mich. Ja, ihn würfeln lassen finde ich jetzt auch eine faire Lösung. So, hat es halt nicht geschafft, dann ist halt weg. Kurz, eine kleine Leckerei, diese feine, ein Gaumenschmaus, was Sie verpassen hier. Seit 100 Jahren habe ich sowas nicht mehr. Haben Sie dann noch mehr? Boah. Gehört das, diese Nippel da vorne, kann ich die haben? Boah.
Nee? Okay. Die Nippel? Ich, aber du hast nichts gesagt, ich habe sie dir nicht abgenommen. Alles gut. Alles in Ordnung. Also, was machen wir, meine Herren, was machen wir denn jetzt aus diesen Informationen? Also, ich meine, irgendwie, Ambros, da kenne ich mich natürlich aus, das ist meine Heimat, aber der Ursprung, Ambros, also... Das Faultier hat uns 3 wichtige Informationen gegeben. Adrianne von Ambros, Julia von Ambros und Ursprung in Ambros. Sie sind mir doch klügere, weltgewandtere Menschen als ich. Dann bringen Sie doch mal diese 3 Rätsel in eine logische Zusammenfolge. Also was waren Sie noch mal? Ihre Königin wird imitiert von ihrer Schwester. Und Sie wissen nichts davon, was seltsam ist. Das und ist gleichzeitig seltsam. Befindet sich der Ursprung, was auch immer das sein soll, in Ambros. Der Ursprung der Löcher im Schutzschild. Oder zumindest der Ursache. So oder so sollten wir den nächsten Zug nach Ambros nehmen, würde ich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen. Wer gerade vor? Ding, der nächste Zug nach Ambros. Ding, dong! Der einsteigen, letzter Zug nach Ambros. Ich könnte mir vorstellen, wenn nicht die Königin hier in der Stadt ist, sondern ihre Schwester, vielleicht sollten wir die erstmal zur Rede stellen. Sie müsste ja im Palast. Ja, sie könnten uns dorthin bringen. Theoretisch müsste das klappen. Im Palast unterm Kernbaum wären die. Also meinst in Kernstadt, ne? Also ja, wo sie jetzt sein soll, ja. In Kern. Ja, genau. Da, also wo die Schwester jetzt vermutlich passiert. Ja, das wäre im Palast unterm Kernbaum. Als Reichstrutze habe ich natürlich Zugang zu den engsten Räumlichkeiten der Königin. Enge Räumlichkeiten? Ich naja, Zugang also. Zu den engsten die Kutsche Königin. Im weitesten Sinne meine ich. Was? Ich zähle zu den Hengsten der Königin. Das war mein Versuch an Humor. Ich versuche mich hier. Gehört zu den Hengsten der Königin. Und das geht leider auch so unter. Die beiden anderen hören das, glaube ich, gar nicht. Ich habe schon überlegt, dass ich Würfel habe. Untereinander könnte ich gerne Trias Sitze Kodon anzupassen an die lokalen Gepflegenheiten. Dieses Humor, von dem sie beide immer reden. Ja. Ich finde das faszinierend. Das ist gut, um Menschen anzufreunden. Genau. Punkt. Oh, dafür nutze ich das in aller Regel. Genau. Es funktioniert hervorragend. Sie können mir das glauben, insbesondere bei diesen Jumanjen. Sehr, sehr freundliche, gesellige, offenherzige Vertreter verschiedener Arten. Ich würde doch vorschlagen, dann gehen wir jetzt dahin zu dieser Königin. Ich bin auch sehr gespannt, wie die aussieht. Ist sie schön? Julia ist wunderschön. Vielleicht die schönste Frau, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch nicht viele Frauen gesehen. Ich habe viele Frauen. Da war ich sehr froh, dass es diesen Tricera-Menschen nicht gibt, weil ich eigentlich nicht so richtig vorgesehen habe, dass es Saurier-Menschen gibt. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich das gut finde oder nicht, dass es das dann in der Welt geben soll. Da hätte ich mir, glaube ich, auch was anderes überlegt. Sie sind in Ambros, aber ich weiß natürlich nicht, wie die Frauen außerhalb von Ambros sind. In Ambros habe ich natürlich alle Frauen gesehen. Ich meine, ihre Königin hat die blaues Blut? Was meinen Sie damit? Nee, ich habe das mehrfach gehört, dass ihre Führungspersönlichkeiten... aus völlig anderem Holz geschnitzt sind, sozusagen. Vielleicht können wir da einmal... Er meint blaublütig. Kurz. Also mein Arm, also, ja, Sie meinen sozusagen... So wurde das mir... Er möchte wissen, ob er vielleicht zur Abwechslung mal blaues Blut trinken kann, anstatt rotes. Ja, weil es ihn langweilt. Die Leute zu Hause, die würden völlig ausrasten. Sie würden ausrasten. Sagen wir, dass ich da ganz kurz mal an der Königin rumgenagt, wenn die vielleicht schläft. Das wäre schon gut. Für Kobold wäre das schon... Das wäre eine gute Geschichte. Das wäre der Hammer, oder? Wäre das... Guck mich doch an, wie ich mit ihm... Also mein lieber Freund, wenn ich Sie so nennen darf... Müsste sie leider köpfen, wenn sie das cheaten. Das ist keine Droge. Ich sage einfach nur, was ich machen müsste. Es steht in meinem Vertrag. Ich bin Reichstrutze. Wenn Sie der Königin etwas harmvolles antun, das ist ja nicht die Königin. Was ist denn nur die Schwester? Welche Strafe steht denn in Ambros darauf, die Königin zu imitieren? Ehrlich gesagt, ich habe diese Gesetzesbücher nicht gelesen. Vielleicht steht darauf ja aussaugen. Weil man weiß eben nicht. Also falls zufällig die Strafe auf das Imitieren der Königin aussaugen lautet, dann einigen wir uns, dass wir das... Falls sich die Situation ergibt, können wir... Vielleicht sollten wir erstmal die... Sehr diplomatisch. Deal. Falls es sich ergibt. Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal den Palast unter dem Kernbaum aufsuchen. Das ist ein weiter Weg und ich bin mir nicht sicher, was uns dort erwarten wird. Ich habe selber ein bisschen Angst um Angst. Julia. Wollen wir unter der Erde weiterlaufen oder wollen wir wieder nach oben? Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Schwärze dann einen direkten Zugang in die königlichen Gemächer anbietet. Ich würde fast sagen, wir gehen wieder hoch. Ist das jetzt eigentlich unser Puff? Also
Wie sind denn die Gesetze hier, wenn man die ursprünglichen Eigentümer in einem fairen Zweikampf besiegt? Nun, es gibt so etwas wie die Wahl der angemessenen Mittel. Ich würde sagen, da sie uns angeschrien haben, war es völlig in Ordnung, dass sie von den Reichstrutzen gezweiteilt wurden. Das erschien mir doch als Notwehr. Insofern sollten wir fein raus sein. Aber gehört der Prophet zu uns? Wichtig ist, dass unsere Geschichte. Weil bei uns ist das so, wenn man jemanden im Zweikampf besiegt, dann gehört einem alles, auch die Frau und die Waffen. Nehmen Sie einfach mit, was Sie tragen können. Nun, aber im Zweifel, was wollen Sie denn mit dem Puff machen? Es ist immer gut, irgendwo einen Puff für sich zu haben. Immobilien, passives Einkommen. Ein Dach über den Kopf. Mit Frauen. Ich bin mir relativ sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, das ist deren Freudenhaus jetzt. Also ich glaube, die übernehmen das schon. Ich bin bereit, in diesem Fall in die andere Richtung zu schauen, werter Freund. Gut, wir teilen uns das. Okay, wir brauchen noch einen Namen. Zur Rattigkeit. Zur Rattig. Oh, ja, der Name gefällt. Mhm. Sehr gut. Rattenschwanz. Zum Rattenschwanz. Ja, die Rattenschwänze. Zum Rattenschwanz. Das finde ich gut. Zum Rattenschwanz. Okay. Mhm. Gut, was wollt ihr tun? Ihr steht also in dieser Höhle. Ja, Fabian fängt ein bisschen an zu schnarchen. Wir sollten hochgehen, bevor er uns vollspuckt. Ich kann Ihnen schon mal aus eigener Erfahrung sagen, er riecht nicht sehr gut. Wir stehen daneben. Er plagt ein bisschen Hunger so lange. Das Freudenhaus zum Rattenschwanz. Inhaber Trias, Trodon und Freunde. Langsam. Der Tag, der Tag geht auch schon so. Und du hast jetzt echt lange an nichts genuckelt. So. Also auch das ganze Gerede aber über blaues Blut und so. Ja, ich gebe zu, ich führe so einen leichten Trieb. Aber die anderen Kollegen haben ja auch noch nicht. Ist auch nicht so krass, genau. Ich möchte meine Freunde ja natürlich jetzt nicht, gegen mich wenden. Deswegen behalte ich diesen Hunger noch für mich. Genau, ich würde dir auch sagen, wenn es so schlimm wäre, nur du spürst schon aktiv Hunger. Ich warte, bis wir vielleicht bei den Dinosauriern sind oder irgendwo, wo ich kurz mal unbemerkt so hungrig aus. Was ist denn dein Lieblingsblut? So richtig feines Blut von zarten Jungfern oder so Mittelblut von so Mittel? Und wie ist die Konsistenz? Wie mögen Sie am liebsten? Nach 1000 Jahren sage ich Ihnen eins, die Qualität ist fast egal, die Menge ist wichtig, immer genug. Meine Rasse, die fällt in sich zusammen, wenn da nicht Schaden regelmäßig frisches Blut reinkommt. Aber wenn mein Blut ist nicht verdammt, aber es wäre schon so, dass ich irgendwann sagen würde, ey, jetzt ist halt ein Drang da. So, und dann wird er irgendwann halt auch aggressiver und versucht irgendwen. Das ist jetzt keine Mechanik, die ich zwangsläufig als Teil der Lore sehe, aber ich fand es halt hier witzig und fand es eine interessante Motivation für ihn, auch mal aus seiner eigentlichen Rolle als sehr kontrollierter Charakter rauszukommen, und er muss quasi versuchen, an irgendwem zu nuckeln. Es läuft halt sozusagen einfach aus mir heraus, als wollte es nicht in meinem Körper sein. Und deswegen muss ich selbst nachlegen. Es ist ein ständiger Kreislauf. Sie wissen gar nicht, was das moralisch, psychologisch mit mir macht. Ich wollte jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich wollte eigentlich nur Konversation machen, während wir auf dem Weg sind. Ich bin seit 500 Jahren in der Therapie. Und ich habe nicht mal angefangen. Während ihr euch so über Therapie und Blut unterhaltet, geht ihr wieder die Treppe hoch, nehme ich an, habt ihr ja gesagt, wollt ihr wieder rausgehen. Geht so über die Überreste der Rucks, die klein gemacht wurden. Was ist denn mit diesen Rucks zum Beispiel, Herr Veninarius? Na gut, aber ich hatte erst einen. Ist auch eiskalt, aber... Na, er hat zwar Rucks ausgedrungen, er hat nur gesagt, er macht die tot. So. Und das Ding ist jetzt auch, ich habe mittlerweile auch die Lore überarbeitet für die Wiederzähler, also das ist jetzt auch nicht mehr einfach wie ein Vampir, sondern das ist jetzt alles ein bisschen komplexer. Also so einfach funktioniert das nicht mehr, dass er irgendwie ein bisschen in den Hals beißen hat er gegessen. So. Also man sagt ja immer, hast du einen Rucks, hast du 30 Minuten später wieder Hunger. Aber na gut, aber die sind doch schon, die kann ich doch nicht, das ist doch schon der Verwesungsklaus dran gewesen, da kann ich nicht. Ich brauche neue, frisches Blut. Ich will doch niemanden, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte niemanden töten, ich möchte ihn nur anlöten. Naja. Ich möchte ganz kurz einen Schluck nehmen. Also da. Genau, kann man auch erzählen. Mittlerweile ist es in der Lore so, die haben keine echten Vampirzähne, sondern die haben quasi so wie so Mechanismen, die wie ein Zahn sind. Also es gibt auch welche, die haben dann sowas wie so einen kleinen Bohrer und so. Also die saugen nicht von Natur aus, denn die beginnen als normale Menschen, die werden dann augmentiert und damit können die dann die Lebensenergie aus anderen Lebewesen raussaugen. Also die sind quasi näher an einem Cyborg als an einem echten Vampir. Und das ist jetzt hier egal, er ist ein normaler Vampir, aber seine Zähne zum Beispiel, wenn ich jetzt mit ihm auch spreche, sind halt eher so kleine Mechanismen als nur ein Zahn. Das ist einfach eine neue Idee für diese Rasse, weil es eigentlich keinen Sinn machte, weil es noch es gab in der Lore keine Herkunft. Und ich finde es interessanter, dass die normale Wesen sind, die dann zu Wiederzählern werden. So. Und das muss ich jetzt mit ihm auch nochmal besprechen. Das weiß er jetzt natürlich auch noch nicht. Und das wäre jetzt auch egal. Sein Charakter ist, wer er ist. Also
das Abenteuer muss nicht immer 100% on track mit der Lore sein. Das ist halt, ja. Da oben liegen zum Beispiel noch 3-4 völlig zugequalmte Warg-Ad-Mac von Warhammer. Ehrlich gesagt kenne ich die Ad-Macs aus Warhammer nicht. Das Ding ist auch, Warhammer hat über die Jahre so viel geschrieben, dass irgendwie in irgendeinem Ding ist, ist völlig egal, was du dir ausdenkst. Irgendwo in Warhammer gibt es das so ähnlich angeblich immer. Und Borg kenne ich kaum. Aber Borg sind ja ein bisschen anders. Die sind ja so eine Kollektivrasse und so. Die haben schon noch ein individuelles Denken hier. Statt machen. Ich weiß, ich kenne welche Augen haben die denn genommen? Das ist sehr wichtig für meinen Blutkreislauf. Das Sofa gehört Jens, aber schön, dass das Sofa so viele Komplimente kriegt. Kann dann nicht. Ja, ich sehe schon, sie sind. Da müssen sie halt hungern. Ich würde vorschlagen, ich habe jetzt das Namensschild da geändert. Achso, du gehst zum Namensschild. Es heißt schon zum Rattenschwanz. Es heißt schon zum Rattenschwanz, ja. Dann schreibe ich da noch drin: Inhaber. Okay, also du kannst das bekommen. Das ist hier Lob für sein Sofa. Okay. Und Freunde. Okay, gut. Das gelingt dir so, ne? Kannst das Holzschild, also du musst ein bisschen hochklettern. Was schaffst du mit dem Quetzalcoatlus? Du bist natürlich locker. Ja. So. Sie, dass ich stehst hoch und kratzt deinen Namen da rein. Mit Elias Frodo. Freunde? Ja, natürlich. Das bin ich ja. Natürlich sind sie Freunde. Ja. Das können sie doch beweisen. Ich verlasse mich hier auf ihn. Okay. So, wo geht's denn hier zu diesem Palast? Du weißt doch, wo das ist. Ich weiß, wo das ist, oder? Also, einmal zur Erklärung. Der Kernbaum ist das Zentrum von Kernheim. In der Spitze ist der Ultra-Core, aus dem quasi so ein blauer Strahl ist nicht zu verfehlen. Jeder findet immer den Kernbaum. Also ja, ihr wisst, wo das ist. Ihr müsst quasi einfach nur drauf zulaufen. Ihr steht wieder im Freien. Es ist immer noch so, ja, ne, ganz früh am Morgen. Die Nacht ist natürlich so ein bisschen dahingegangen, während ihr dann auch so eure ganzen Abenteuer hier erlebt. Ja, es sind wenig Leute unterwegs auf jeden Fall. Kannst du uns nur zur Orientierung ungefähr sagen, wie weit, wie viel Meter, Kilometer wir jetzt? Können schon Kilometer sein, ist schon ein Stück. Aber man kann hinlaufen. Genau, ihr könnt hinlaufen, auf jeden Fall. Also, außerdem, ja, jetzt für dich zum Starten wäre es jetzt schwierig. So, also, klar, ihr könnt auch auf Reittiere aufsteigen und durch die Straßen gehen. Auch so ein Kilometer kann man noch mal zu Fuß gehen. Kann man auch machen, ja. Die hinter euch her. Es ist auch immer ein bisschen, in der Stadt reiten kann auch ein bisschen umständlich sein, weil viele Leute unterwegs, gerade wenn man ein Reittier hat, das irgendwie auch schnell ist oder sehr, sehr breit, so wie dein, ne, mit den Flügeln und so. Also, ja. Aber könnt ihr reiten, wie ihr wollt. Also macht ihr euch einfach auf den Weg oder wollt ihr noch irgendwas anderes tun? Nö. Also immer wenn du das fragst, denke ich drüber nach, okay, will er mir jetzt ist damit... Ist bei diesem Abenteuer nicht mehr so. Aber ich würde... Das ist halt immer, dass die immer noch denken, ich will ihnen immer was Böses. Ich möchte nur klargehen, dass wir tun, was sie wirklich tun möchten. So viel Freiheit, dass ihr immer wissen will, wollt ihr vielleicht noch irgendwas tun. Alles ist möglich. Wir haben jetzt einen Puff. Also, was will man noch erreichen im Leben denn? Wir haben jetzt einen Puff. Lass uns doch dahin gehen. Und das war der zweite. Wir haben jetzt einen Puff. Ende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, okay, ihr macht euch auf den Weg. Weiterhin, es regnet so ein bisschen. Also, es ist eher so ein Nieselregen. Um euch auch die Stadt noch mal so ein bisschen ein Gefühl für die Stadt zu geben. Es erinnert halt, wir können gerne den Ton ein bisschen lauter im Studio. Ich höre, dass da was ist, sehr schön sogar, aber so ganz leise nur. Es ist wirklich geprägt von Slums. Die Stadt ist in einem schlechten Zustand. Die Hedonisten haben Unmengen Geld, aber nach Kernheim fließt weiß Gott nicht das meiste davon. Es ist halt eher ein Aufbewahrungsort für all die Arten, Rassen, Völker, die so aus dem Umland gekommen sind. Das heißt, alle, die euch begegnen, das ist mal eine Gruppe von irgendwie... Ja, sind mal Jumanjen dabei, auch mal Zwerge, ihr seht sogar mal einen Grack und so, also auch wirklich seltenere Rassen. Alles, was man sich so vorstellen kann, begegnet euch. Also ich bin auf jeden Fall so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber ich habe das so, ich komme quasi aus der Oase der guten Laune und bin das so nicht gewöhnt. Ich bin so schon wirklich über das Elend, ich finde es nicht lustig. Nee, ist schon desillusioniert. Es ist schon auch ein bisschen ernüchternd und auch ein bisschen, ja, also ich hinterfrage auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich schon komisch. Wurde uns so als Kind nicht beigebracht. Genau, und dann dazu, dass du jetzt irgendwie erfahren hast, dass du nicht Julia von Ambros wahrscheinlich hierher geführt hast. Klar, ist natürlich auch, musst du für dich entscheiden, wo du sofort glaubst oder nicht. Ja. Aber es sind schon ein paar Sachen, die sind erstmal schwer zu verkraften. Für dich ist natürlich jetzt eher alles interessant, so, weil natürlich das ist irgendwie... also dieses majestätische Ambros. Aha. Ich hab's mir ein wenig sauberer vorgestellt. Was? Entschuldigen Sie, ich meinte natürlich, es ist eine wundervolle Baukunst, wie Magie, die die Wände bestrichen hat. Ich hätte Angst, hier in die Ecke zu pissen. Es ist widerlich, es ist schmutzig. Absolut, ein Grottenolm würde hier wieder ausziehen. Wer ist irgendwo aus einer Ecke? Hey! Das war ein Grottenolm. Aber ich verstehe das nicht ganz. Der Ultra-Core ist das Wichtigste, was es gibt, oder? Also mal abgesehen von unserem Volk und unseren Dinos ist es das Einzige... Was uns am Leben erhält. Sehr gut erkannt. Dein Volk achtet dieses Abkommen schon. Dir ist das wichtig. Ja. Für dich steht das für was Gutes. Unsere besten Dinos sind zugrunde gegangen. Bei dem Versuch, den Ultra-Core hierher zu bringen. Und ihr?
Ihr badet in Geld. Wir schützen den Ultrakorn mit unserem Leben. Ja, genau. Das kann doch nicht sein. Wie sieht das denn hier aus? Ihr seid, ihr scheißt Geld und guckt, das sieht hier aus. Ja, aber. Sie waren den Hottentotten. Also, ich fühle mich angegriffen. Ja, zu Recht. Aber warum? Ja, weil ihr Volk ist doch dafür zuständig, diesen Ort hier in Schuss zu halten. Nein, wir sind zu schlecht, den Ort zu bewachen. Sie können ja mal versuchen, den Ultrakorps irgendwie auszulöschen. Mal so ein bisschen, auf Slack-Sachen antworten und so. Das ist so ein bisschen. Ich muss im Moment ist wirklich, weil ich jetzt auch so viel unterwegs bin und so, Alter, die letzten 2-3 Tage sind voller, als mir lieb ist eigentlich. Okay. Dann steche ich ihn ab. Okay, bam! Nein, ich bin genauso geschockt wie ihr. Aber das werde ich dir sagen. Das wurde uns so nicht erzählt. Uns wurde gesagt, dass Kernham eine Stadt ist, die erstrahlt. Der schönste Ort der ganzen Welt. Ich bin geschockt, wie sie von der Armut hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganze Geld, die Spenden der Hedonisten, wirklich in die Kanäle fließen, in die sie fließen. Ich sollen. Nee. Es fließt sich eher in die Abgaskanäle, Abwasserkanäle, aber nicht hier in die, nicht in den Putz. Vielleicht sollte ich ein paar Menschen hier Geld schenken. Sieh da! Wie wär's mit uns? Ich sehe da irgend so eine Kreatur laufen. Auch also, was. Dreht, sich halt, dreht sich um und vor dir steht halt irgendjemand, der einfach menschlich aussieht. Haben Sie, sind Sie, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie arm? Sie sehen arm aus. Er guckt so an sich runter, ist halt wirklich so in komplette Lumpen gekleidet. Hat halt irgendwie, riecht auch ganz unangenehm nach Kloake so. Guckt so an sich runter. Reich an Erfahrung, würde ich sagen. Nun, hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein Goldstück schenke? Also du hörst auch wie so aus dem... Entschuldigung, sind Sie arm? Um so ein paar gucken. Und er so, nein. Ich nehme so aus meinem einem irgendwie so ein Beutel. Nicht so ein, so, hier. Viel Spaß! Und tun Sie Gutes damit! Danke! Und du hörst ihn halt losrennen, und er rennt um so eine Ecke und du hörst halt sofort. Ah! Okay, ich wende mich an. Da wurde gerade jemandem ein Goldstück geraubt. Ich wende mich an Trias. Sehen Sie, ich bin ein guter Mensch! Ich will nur das Beste für alle! Das ist halt auch so eine geile Vorstellung, dass man irgendwo hingeht, jemandem Geld gibt, er spielt das so gut. Verurteilen Sie mich doch nicht. Ich verurteile Sie nicht. Verurteilt Sie? Ich verurteile nicht Ihre Intention, aber ich verurteile die Auswirkung Ihres Handelns. Wollen Sie ein Goldstück? Ich gebe ihm ein Goldstück. Also auch ich bin empört. Wow. Auch ich bin empört. Das ist traurig. Die Goldstücke. Das funktioniert doch immer. Es ist halt wirklich Gold umgestoßen worden. Es ist okay, das ist einfach. Oh, kann ich einen haben, wenn die schon mal liegen? Ja, es sind die Goldstücke. Ja, okay, ihr steht in der Mitte der Straße, ihr habt gerade Pause gemacht, ist nicht mehr so weit zum Kernbaum. Also wenn ihr weitergehen wollt. Ich sag noch kurz, hey Leute. Wenn ihr euer neues Geld ausgeben wollt, kann ich euch meinen Puff empfehlen zum Rattenschwanz. Alles neu gemacht, kürzlich Besitzer gewechselt, 10% Rabatt. Du hörst irgendwo aus dem Fenster, halt die Schnauze! Ich glaube, die haben hier schon. Die haben selbst was schon. Die wahrscheinlich verheiratet. Ja, gerade dann. Gerade dann. Gerade dann. Ihr stapft so weiter und steht plötzlich vor einem fast bedrohlich wirkenden Tor. Also es ist so eine Art Mauer. Die hast du auch schon gesehen, da habt ihr quasi letztes Mal dann die Eskorte abgegeben. Es ist nicht das gleiche Tor, wo du letztes Mal warst, aber und vor dem Tor stehen halt irgendwie steht so eine, ja, mindestens 10 Reichstrutze so und da sind so 2 kleine Häuschen. Daneben ist auch so ein Turm, wissen natürlich nicht, was da drin ist und die stehen da und das Tor ist verschlossen. Kurze Frage, weil ich habe ja in meiner Charaktererstellung gesagt, dass ich zur Leibgarde von Julia von Ambros gehöre. Genau. Das heißt, die müssten mich eigentlich kennen. Ja. Wenn man so im engen Zirkel ist. Ja, also die würden schon, wenn du es behauptest, an deiner Rüstung erkennen die, dass das stimmt. Und auch an deinem Medaillon, das ist halt ein Beweis dafür, dass du zur Reichsgarde gehörst. Ja. Nur, dass ich das weiß, okay. Also Leibgarde gehörst, ja. Also, die Jungs da vorne, ich kenne die, aber vielleicht... Wenn ihr alle kurz euch unauffällig verhaltet, weil die sind ein bisschen schwierig. Wie? Freunde. Ihr seid. Wie? Ich werd das schon für uns deichseln, aber. Nein, wie soll ich mich unauffällig verhalten? Indem du einfach nicht sprichst! Okay. Und zieh die Kapuze an. Okay. Und versteck den Stab. Okay, ich mach die Kapuze unter den Stab. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Sehr lange. Okay, mach das. 1-2 Jahre? Hast du vielleicht irgendwas zum Anziehen?
Gefällt dir mein Brusthaar nicht? Ich liebe dein Brusthaar, aber kannst du vielleicht was rüberziehen? Ja, dann gib mir doch deinen Mantel oder deine Rüstung. Die Rüstung? Das ist eine Reichstrutzrüstung, das funktioniert so nicht. Wir brauchen irgendwas zum Anziehen. Ey, du da! Dreht sich so ein Grottenrollen an. So geil, dass seine Lösung einfach immer ist, irgendwen anzulabern. Bist du da? Arm? Guckt so an ihm runter, der ist quasi nackt. Hat er kein T-Shirt oder nix? Nee. Der hat so einen Lendenschurz an. Ja gut, aber warum sollte ich ihn dann rufen? Ich will ja jemanden rufen. Du hast einfach, ey, du da gerufen. Ja, aber die Idee war, dass ich jemanden rufe, der Klamotten an. Was willst du denn von dem? Der seine Klamotten abkaufen. So bist du arm, ist auch immer so ein geiler Conversation-Starter. Was braucht ihr? Also, ich hätte hier 2 Silbertaler und mein Freund hier, dem ist ein bisschen kalt. Hättest du vielleicht irgendein ein Gewand oder ein Stück Stoff oder... Den Schwarzmarkt? Aber das ist doch... Naja, gut. Schwamm drüber. Wo ist dieser... Er scheint nicht irritiert... Also er hat jetzt keinen... Wo ist das zu empfehlen, scheint ihm völlig egal. Wo ist dieser Schwarzmarkt? Okay. Also er zeigt so auf eine Ecke... Und ihr seht da auch schon so einen kleinen Stand. Okay. Das ist so noch... Ich bin übrigens Reichstrutze. Keine irgendwie Bedenken, mir das zu sagen? Er zeigt so auf deine Kollegen und die stehen da halt diese Sichtweite. Also die können halt wirklich da hingucken. Es scheint niemand zu interessieren. Lassen Sie ihn. Aber ja, du bist erneut schockiert über die Zustände. Das ist unglaublich. Unglaublich. Man hat uns gesagt, wir sind auch autoritäre... und niemand interessiert es, habe ich das Gefühl. Sie haben sich arrangiert, scheint es mir. Wollen wir vielleicht... Es ist halt irgendwie auch das erste Mal, dass sie so den Freiraum haben, zu interagieren mit dieser Stadt. So, und das finde ich halt eigentlich ganz geil. Das habe ich, glaube ich, vorher auch so ein bisschen unterschätzt, dass sie auch einfach als Spieler mittlerweile stark genug sind, um aus so einer Situation, in der nichts passiert, was Unterhaltsames zu machen. Also ich hatte vorher immer so ein bisschen Angst, sie so freizulassen, dass sie einfach mit allen Dingen interagieren können. Und jetzt merkt man halt, das kriegen die schon hin. Und das ist auch spannend, wenn die das machen. So. Also mega cool. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich würde mal eine ganz, ganz kurze Pause machen. Wirklich nur, ja, 30 Sekunden, eine Minute oder so. Wartet, ich muss mal kurz, ich mach mal kurz, schalte dann auf Pause, ich mache euch Musik an. Ja, bis gleich, ne?